Wenn man denkt, schlimmer kann's nicht kommen, dann kommt schlimmer. Tanzverbot hat die fristlose Kündigung für seine Wohnung gekriegt. Was dahinter steckt, das jetzt hier bei Up to Date. Ja, Tanzverbot scheint es richtig schlecht zu gehen und jetzt der Tiefpunkt der ganzen Sache. Leute wissen seine Adresse, sie kursiert im Internet, es wird gegen die Fenster irgendwelche Pizzascheiben geworfen. Ja, die Wohnung wird geöffnet, weil angeblich jemand bewusstlos drin ist von der Feuerwehr und der Polizei. Das reicht nun nicht. Jetzt kommt die große Bombe überhaupt. Er hat seine fristlose Kündigung gekriegt und muss bis zum 29. September seine Wohnung räumen. Dazu macht er auch aktuell einen Livestream. Ich habe immer versucht, wieder mich reinzuklicken, reinzuschauen, aber es scheinen da so viele Leute gerade darauf zugreifen zu wollen, dass es keine Chance gibt, überhaupt irgendwas zu hören, was er erzählt. Auf Twitter hat er gepostet, ja, er hat die fristlose Kündigung vom Vermieter gekriegt. Die haben wohl die Schnauze voll, weil die Angst um die Wohnung haben, dass da noch viel, viel schlimmere Sachen passieren, als sie schon passiert sind. Deswegen, er hat auf Twitter bestätigt, zum 29. September muss er ausziehen. Er hat die fristlose Kündigung von seinem Vermieter gekriegt. Ja, und es gibt ganz viele Kommentare bei Twitter unter seinem Post, dass er doch noch mehr Videos machen soll und noch mehr Werbung schalten soll und sich dann eine dicke Villa kaufen kann oder mieten kann. Das löst aber nicht die Probleme, weil ich glaube, egal wo er jetzt hinzieht, die Adresse wird irgendwie immer kursieren. Vielleicht auf irgendein kleines Dorf ziehen, vielleicht ist das die Lösung. Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Könntet ihr euch vorstellen, dass Tanzverbot sich jetzt vielleicht sogar von YouTube zurückzieht? Glaube ich eher nicht. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Findet ihr es fair, dass es eine fristlose Kündigung gibt? Oder sagt ihr, der Vermieter hat doch einen in der Waffel? Schreibt es unten in die Kommentare. Brisantes Thema, also Tanzverbot verliert seine Wohnung. Dann sehen wir uns bei einer nächsten Videos wieder. Tschüss und ciao!